under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Vor 9 Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. Danke. Kein Problem. Oh, danke sehr. Und? Was darf sein? Das Übliche? Sicher. Okay, Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehme doch Waffeln. Mit Speck. Erzählen Sie es nicht meiner Frau. Wie Sie meinen, Officer. Oh, und falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach. Tut mir leid, Sie beim Essen zu stören, Officer Owens. Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier, ich kläre das. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham
Das ist die einzige Warnung. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschaum. Kriminelle. Und Schlimmeres. Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, Einheim 33 im Sektor 2, vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer am Boden. Hey, Batman. Jedes verdammte Mal. Oracle, wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Okay, ich schick dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig, da draußen sieht's nicht gut aus. Irgendein Freak hängt Leichen an Ketten auf. Klingt echt fies. Lass uns das ansehen.
Leute? Die Stadt gehört euch nicht mehr. Sie sind sicher. Danke, Batman. Ich dachte, sie wird mich umbringen. Die Stadt wurde überrannt. Wir haben keine Chance. Bleiben Sie hier. Jemand wird Sie abholen. Was machst du da? Die Chancen ausgleichen. Das Militärfahrzeug verfolgen. Ein Streifenwagen hängt dran. Ich leite die Position weiter. Ruf deine Männer zurück, Jim. Golf Oscar 5-6. Hier ist Commissioner Gordon. Die Verfolgung wird abgeblasen. Es ist zu gefährlich. Sir, wir sind hier. Wir kriegen diese Bastarde. Die haben mit einer Panzerfaust auf uns geschossen. Wer zur Hölle sind die? 5-6, sofort zurückziehen. Das ist ein Befehl. Überlass das Batman. 5-6 hat einen direkten Raketentreffer erlittenen. Die sind tot, Sir. Verdammt! Bitte, Batman, du musst sie aufhalten. Keine Sorge, Jim. Er gehört mir. Und rausfinden, was er weiß. Wo ist Scarecrow? Fahr zur Hölle! Wo ist er? Ich hab dir nichts zu sagen, Batman. Rede, oder ich werde dir alle Knochen brechen. Okay, okay. Er arbeitet von einem Penthouse in Chinatown aus. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Wenn du lügst, brech ich dir den anderen. Den anderen was? Oracle, sieh dir die gerade hochgeladene Analyse an. Klar. Ist es das, wonach es aussieht? Scarecrows neues Toxin. Eine nicht kontaminierte Probe. Kein Scherz. Ich bereite eine chemische Analyse auf dem Bat-Computer vor. Was wirst du jetzt tun? Scarecrow hat in der Nähe einen Unterschlupf. Ich starte ihm einen